Hi, ich bin Sida, eure Johanna. Und heute werde ich das sechste Türchen von meinem Adventskalender mit euch öffnen und zeigen, was ich zu Nikolaus bekommen habe. Und ich glaube, ich fange an mit dem Adventskalender. So, also hier habe ich den Adventskalender. Und so wie ihr im letzten Video schon gesehen habt, ist hier irgendwie was und mein Hut ist drauf getrampelt. Deswegen sind die Türchen jetzt alle schon so ein bisschen eingedrückt. Auf jeden Fall ist das hier die sechs. Und ja, also es ist praktisch, was das ist. Und Beutel für Gemüse. Also es ist praktisch, aber ich finde es jetzt so für Jugendliche oder Kinder, die sich eigentlich diesen Adventskalender, glaube ich, eher holen, nicht so krass praktisch. Also die würden sich so denken, was soll ich denn damit an Nikolaus? Aber so generell finde ich das sehr gut, dass man sowas macht und vor allem auch in einen Adventskalender reintut, weil freiwillig würde sich das, glaube ich, keiner holen, weil diese denken so, ich nehme einfach die Plastiktüten, die sind umsonst, dann muss ich mir die nicht kaufen. So wie wir. Man scherzt. So. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich recht praktisch. Nur ich finde, für Nikolaus hätte man vielleicht etwas anderes reintun können, weil andere sind dann vielleicht ein bisschen enttäuscht. So, ja, ich hätte an Nikolaus lieber was anderes drin gehabt, ja, drin haben hätten wollen oder so. Ja, aber auf jeden Fall ist das sonst echt sehr praktisch und ja, hier ist sehr freundlich. Für die, die jetzt immer noch nicht wissen, was das sein soll, das ist, wenn man im Supermarkt sich Obst oder Gemüse kaufen geht, dass man statt dieser Plastiktüten einfach seine eigene wiederverwendbare, waschbare Tüte benutzt. Das ist nämlich umweltfreundlicher. Hätte ich nicht gedacht. So, und ja. Dann fange ich direkt an mit meinen Sachen, die ich zum Nikolaus bekommen habe. So, okay, ich fange an. Also ich habe erstmal diese Socken bekommen. Die sind schön, oder? Dann habe ich diese wunderschöne Mütze bekommen. Ich finde die toll, die ist wunderschön. Wie lange? Er mag sie auch. Dann haben wir das hier. Ich pack's einfach für euch aus. Und zwar ist es sehr cool. Ich habe schon mal in einem Laden gesehen und ich dachte mir einfach, das sind normale Ohrenschützer. Das sind normale Ohrenschützer. Ich höre nichts mehr. Und da sind halt Handwärmer bei. Aber ich habe das jetzt gerade gesehen, weil ich habe das hier gelesen und auch hier gesehen. Die knickt man und dann tut man die rein, damit die Ohren so richtig schön warm werden und so. Und das finde ich halt einfach super cool. Supi finde ich das. Riecht nach Chemie. Riecht es gut? Na, also riechen tut es anscheinend nicht gut. Also der Hund hat Riechen abgelehnt, aber sonst findet der das super toll. Weil es ist supi, das sieht supi aus. Super supi. Ja, der geht sofort die Ohren hoch, ne? So, und was kann das wohl sein? Aber wie heißt das? Happy Hippo. Ich finde die toll. Ich finde die lecker. Ich finde die super lecker. Eine Zuckerstange. Halt einfach Süßigkeiten, Süßigkeiten. Hier Schokolade. Noch mehr Schokolade. Gummibärchen. Ich mag die so gerne. Ich liebe die. Und dazu muss ich was sagen. Und zwar habe ich davon zwei zum Geburtstag bekommen. Und zwar eine goldene und eine blaue. Und wir waren halt einmal halt im DM einkaufen für Haleys Geburtstag. Da habe ich auch Masken geholt. Und dann habe ich diese pinke gesehen. Und ich nur so. Vor allem hat die so einen Holographic Schimmer. Und ich so. Die brauche ich. Die brauche ich. Einfach nur wegen dem Aussehen. Und jetzt habe ich sie bekommen, weil ich wollte sie mir nicht holen, weil sie mir zu teuer war und ich geizig bin. Weil dann hole ich... Ja, weil ich einfach... Ich bin halt immer so, ich möchte es unbedingt haben. Habe auch genug Geld dafür gerade dabei, weil ich gerade Geburtstag hatte. Aber denke mir dann nur so, ich kaufe es jetzt nicht, weil ich es jetzt nicht kaufe. Das macht keinen Sinn, aber ich denke mir immer nur so, ich brauche es jetzt nicht. Dann kann ich lieber mir das irgendwie wünschen oder später holen oder so, weil nicht, dass ich jetzt sofort wieder mein Geld weg habe. Seht ihr, was ich meine?
So, dann habe ich noch mehr Schokolade, noch mehr Gummibärchen. Noch mehr Schokolade. Dann habe ich hier eine Badekugel. Und ich finde die toll, diese Chips. Dann, da muss ich jetzt was sagen. Als ich das rausgeholt habe, dachte ich mir... Ich habe die einfach da reingeknubbelt, deswegen sieht jetzt es nicht aus. Ich habe die nämlich alles natürlich schon einmal rausgeholt, aber für euch wieder reingetan. Dachte ich mir nur so, will die jetzt, dass ich häkle oder so? Und dann habe ich den Rest, dann habe ich weit reingegriffen. Okay. Und dann hatte ich so eine Zuckerstange in der Hand und ich so, jetzt kommen die Stöcke. Ich dachte wirklich, da kommen jetzt die Stöcke raus. So. Dann greife ich doch mal rein, hol das raus. Ich nur so. So, ich habe mit. Weil ich nicht wusste, was das ist. Und dann habe ich die Anleitung rausgeholt. Das ist so, damit man so kleine Bommel selber machen kann, die immer an Mützen dran sind, nur halt diese anderen davon. Damit man die halt so selber machen kann und so als Deko benutzen kann oder so. Keine Ahnung, wofür genau die da sind. Aber ich liebe das, die zu machen. Die haben wir immer in der Grundschule mit Gabeln gemacht. Ich habe es immer wieder versucht zu machen, aber ich weiß nicht mehr, wie es geht. Und seitdem habe ich aufgehört, dieses Zeug zu machen. Und ich bin froh, dass ich das jetzt wieder machen kann. Und deswegen bin ich auch glücklich. Und ich muss gleich eine Schere holen. Ich möchte das nämlich einmal gleich mit euch zusammen machen. Dann haben wir hier dieses süße kleine Ding. Ich habe es gerade aufgemacht, um dann zu riechen. Und dann ist ein bisschen viel rausgekommen, weil es irgendwie flüssig ist, so richtig wie Wasser. Und... Aber riechen tut sehr lecker und sehr gut. Und also für die, die nicht wissen, was das ist Duschgel in einem Wal. Oh nein, das hat sich cooler. Oh, das war's schon. Dann haben wir noch ein KitKat und eine Kinderüberraschung. Geil. So, okay, ich werde jetzt noch eure Kommentare vorlesen von dem letzten. Von dem letzten Adventskalender-Video. Kriege ich ein Hey? Hey? Ein Hey geht raus an Emily. Dann von Lissy 2003. Bist voll hübsch, kannst du mich grüßen, heiße Larissa. Liebe Grüße gehen raus an Larissa. Und du bist die Beste, bleib so wie du bist und bleib gesund. Liebe Grüße, Caroline Sophie. Liebe Grüße gehen raus an Caroline Sophie und danke dafür. Kannst du mich grüßen, I love you. Und da in dem Namen von ihrem Account Lilly steht, nenne ich dich jetzt Lilly, also spreche ich auch mit Lilly an. Also bei manchen ist es ja nicht der richtige Name, nur damit du Bescheid weißt, nicht. Ja, so, ne? Liebe Grüße geht raus an Lilly. Hallo liebe Johanna, du bist so schön, bleib so wie du bist. Kannst du mich grüßen? Heiße Fabienne Sophie. Liebe Grüße gehen raus an Fabienne Sophie und danke für diesen wunderschönen, süßen Kommentar. Dann, hey, du bist so super, bleib wie du bist. Dein Name ist übrigens mega, heiße nämlich auch Johanna. Ich mag deinen Namen. Liebe Grüße gehen raus an Johanna. und dann haben wir endlich mal mit einer von den ersten. Juhu, ich liebe deine Videos und bin ein großer Fan von dir und deiner Familie. Folge euch schon Jahren. Deinen individuellen Style finde ich toll. Bleib so wie du bist, denn alle anderen gibt es schon. Wünsche dir einen fleißigen Nikolaus. Danke und dir auch. Und da steht leider kein Name bei und hätte ich dich so gerne gegrüßt. Und in deinem Namen steht Vampinella Unicorn, deswegen werde ich dich jetzt einfach grüßen als liebe Grüße gehen raus an Vampinella Unicorn. Das ist ein lustiger Name. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Jetzt habe ich mich erschrocken, weil du so komisch geguckt hast. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Und wenn es euch gefallen hat, dann zeig es mir noch mit einem Daumen nach oben. Und dann würde ich nochmal sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss! Ja, jetzt sag mal Tschüss!